Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro Last. Metro Last Night wollte ich schon sagen. Och nein. Okay, nee, doch nicht. Es ist nicht so weit. Wir sind wieder zurück hier bei Metro 2033, wollte ich sagen. Zack, alles dunkel. Gasmaskenkartuschen, okay. Weiß nicht, was besser ist, an oder aus von dem. Hier, da hängt schon wieder so eine Wach. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Schon wieder in den Wasser gefallen. So, jetzt sterb einmal bitte schneller. Eben hat es nämlich ziemlich lange gedauert, bis man hier unter Wasser stirbt. Okay, wir müssen da besser springen. Mit Anlauf und dann wirklich weit rüber. Man kann, glaube ich, nicht zu weit springen an der Stelle. Das war nämlich gerade so meine Befürchtung immer, dass ich einfach viel, viel, viel zu weit hüpfe. Zusammenarbeiten schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Ich bin heute nicht in der Stimmung, getötet zu werden. Okay, mache ich nicht. Versprochen. Also ich versuche es auf jeden Fall. Oh Mann, wie geil wäre es, wenn wir ein Ziel visierten. Und diese ganzen Fledermäuse hier unten. Oh, Muni. Die habe ich ja die ganze Zeit übersehen hier bei denen. Okay, diesmal sind wir Gott sei Dank rübergekommen. Wir sterben gerade so an den einfachsten Sachen. Okay, weitere Gasmasken. Kartuschen. Komm schon, ich bin hier, ihr Scheißer! Ne, ihr könnt ruhig alle wegbleiben. Okay, da vorne. Die ist nein, du kriegst uns nicht. Okay, gegen die ist definitiv die Schrot. Wo ist meine Schrot? Gib meine Schrot hinter dich. Warum habe ich denn die Schrotflinte nicht mehr? Ich habe nur noch die beiden Waffen. Ah, da ist die Schrot. Okay, wir lassen, glaube ich, erstmal die Schrot ausgerüstet. Die wäre jetzt definitiv besser gewesen gerade. Ja, ja, tippelt schneller hoch. Schritt, dankeschön. Darf ich ja auch hoch. Muni hier irgendwo. Sieht nicht so aus. Ah ja, mit dem kann man nicht, wie sehen. Kann man nur Doppelschuss machen oder Einzelschuss? Genau. Okay, gegen die ist die Schrot doch nicht mehr so effektiv. Jedenfalls nicht nur mit einem Schuss. Boah. Halleluja. Gar nicht heftig. Medikit. Gut, uns geht's wieder besser. Oh mein Gott, das wird ja echt heftig jetzt hier, der Kampf. Ich meine, ich habe damit gerechnet, dass es irgendwie heftig wird. Psst, das ist der Militärwagen der Hanse. Die Suche nach den Banditen. Und jetzt? Oh, jede Menge Muni. Auf was warten wir denn jetzt? Okay, wir haben einfach nur gewartet, dass sie weg sind. Ich habe zwar niemanden gesehen, aber wir warten einfach mal. Wenn mein Führer, mein Vorläufer hier was sagt, dann werden wir das tun. Den zu hören ist wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Auch nicht schon wieder die. Wir brauchen echt bessere Waffen gegen die. Okay, hier sind die Schuss echt schnell verballert. Schnell nachladen und weiter geht's. Hier noch ein und noch wenig Schuss. Okay, es sind echt wenig. Ach, da war kaputt, deswegen sind wir nicht direkt drüber, verstehe.
hatte mich schon gewundert, warum wir nicht einfach rübergehen. Okay, schnell da raus. Bevor der Wagen in den Abgrund fliegt, okay. Kumpel, hast du Mumm? Sehr schön. Das war eine Fahrt. Ja, eine wilde Fahrt, würde ich sagen. Na komm, Kumpel, weiter. Wir haben es hier eilig. Ich habe keine Lust, ewig in diesen Tunnels zu hängen. Okay, was auch immer das für eine Waffe ist. Auch eine Schrot, okay. Die gleiche, gut, verstehe. Vermute mal, er ist oben. Da hinten. Nehmen uns mit, Kumpel. Ich habe keine Lust, hier alleine rumzulaufen. Ein Einsturz, Mist. Und eine Treppe, wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf, gehen wir. Okay, du gehst vor. Ich folge dir, weil ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Der war voll daneben. Bleibst du gefälligst liegen. Okay, die Weißen sind etwas einfacher, glaube ich. Will dich nicht dich treffen, Kumpel. Okay, das ist eindeutig eine Falle hier, oder? Okay, nichts, gut. Wo ist er hin? Mist, bloß nicht zu weit weg von ihm. Er hat uns jetzt schon etliche Male den Arsch gerettet. Weil irgendwie sowas mitnehmen, Muni, Gaskartuschen etc. müssen wir auf jeden Fall. Als wenn Nosalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einem beschissenen Friedhof fest. Artyom, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. Okay, durchsuche die Leichen. Was ist das jetzt? Flashback? Oder wie? Okay, ich glaube, wir haben Flashbacks. Die hat auf jeden Fall Munition in Form von Geld, glaube ich. Wie du so alles. Komm schon, öffne dich. John, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ja, ich auch. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, langsam alle durchsucht. Ich höre, du rufst mich. Tür, du rufst mich. Ich höre dich. Ja, ja, ja. Immer, immer. Oh ja. Und wir sind durch. Okay, wie schleppen ihn also mit durch oder wie? Okay, was haben wir da jetzt durchgezogen? Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Artyom, hast du diese Lieder gehört? Das wünsche ich keinem Feind. Okay, wir sind also nicht ganz immun, würde ich sagen. 161, 61, 60, okay. Schuss haben wir erstmal wieder ein bisschen mehr, das ist schon mal gut. Dann können wir erstmal die hier wieder nehmen. Da rein werden wir wohl nicht müssen. Auch wenn da drüben irgendeiner liegt, der was Schönes hat. Der leuchtet so. Ich versuch's einfach mal. Was auch immer das war. Hab's jetzt einfach erstmal mitgenommen. Es leuchtete rot. Rot leuchtend sollte man vielleicht mitnehmen. Wer weiß, wann wir das brauchen.
Und darüber, ohne runterzufallen? Ja, gut, ging gerade so. Oh, jede Menge Munition. Und ja, Patronen, die als Geldwährung zählen. Hier nichts Öffnenbares. Boah, sind wir bald angekommen an der Station, wo er hin muss? Und hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Okay, wer ist Onkel Bourbon? Ich hoffe, die öffnen uns die Türe. Das hört sich vor allen Dingen nicht gut dahinter an. Hey, Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Mistkerle! Wen habt ihr mit euch geschleift? Verdammt, ein aus alles! Semyon, starte den Wagen! Wir bergen diese toten Männer! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Okay, wir kleiden wir durch. Ich hoffe ja, dass wir dann seine AK wirklich bekommen. Oh, natürlich stellt er sich erstmal mitten in den Weg. So, die haben wir erstmal eliminiert. Okay, für die Schrot müssen die aber eindeutig dichter kommen, damit die effektiv ist. Na, knapp daneben ist auch vorbei. Oh shit, jetzt haben wir uns ein bisschen in die Enge drin, das muss ich sagen. Ja, Entdeckung wäre gut. Na komm schon, sterbt. Komischen Viecher hier. Okay, noch sieht es in meinem Leben, glaube ich, ganz gut aus. Viele Treffer habe ich nicht einstecken müssen bisher. Was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Prüfen Sie meine Augen? Bourbon, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wenn die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Na, dann zeig mal, wo wir warten sollen. Ja, sie öffnen das Tor für uns. Super. Sind wir wahrscheinlich erstmal in Sicherheit. Vermute ich mal. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Okay, und ich würde sagen, an dieser Stelle endet die Folge. Wir sehen uns also morgen wieder hier zurück zum Metro 2033. Wenn wir weiteren Mutanten auf die Fresse hauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, euer Kailan. Ciao.